Bisschen Luft holen, ein bisschen Meditation. Ja, hallo, grüß Gott, guten Morgen, buenas tardes, guten Tag, liebe Zuschauer, wo auch immer Sie gerade stehen, sitzen und hier jetzt dabei sind. Mein Name ist Friederike, ich arbeite beim Ibiza Kurier. Das ist die deutsche Lokalzeitung für Ibiza und Formentera. Und wir berichten auf YouTube ja ein bisschen von der Straße. Sie haben ja bestimmt auch schon die eine oder andere Episode gesehen, ungeschnitten. Also wirklich, wie sieht es real auf Ibiza im Moment aus? Im Moment haben Sie mich immer alleine erlebt, rumfahren oder beim Schauen. Aber künftig möchte ich auch mit mehr Straßenumfragen machen und mehr mit Leuten auf der Straße, von der Straße sprechen, mit Betroffenen, mit Menschen, die hier leben und einfach die Situation aus ihrer persönlichen Warte wahrnehmen. Und da hat natürlich jeder seine eigene Geschichte in aktuellen Zeiten auch zu erzählen. Und ich freue mich, dass ich heute hier stehe mit einer Interviewpartnerin, mit der Nina. Nina lebt seit 15 Jahren auf Ibiza, stammt aus Norddeutschland, ist hier verheiratet, ist berufstätig und hat zwei Kinder. Und wie alt sind die? 6 und 8 Jahre. 6 und 8 Jahre. Und hat die hier normalerweise in Puig den Valds an der Schule. Puig den Valds ist ein Vorort von Ibiza Stadt, könnte man jetzt sagen, oder ein Teilort von Ibiza Stadt. Und hier ist eben ein Wohngebiet. Wir sind hier am Ortsrand vom Dorf von Puig den Valds und hier ist eben im Hintergrund die Schule, wo eigentlich Ninas Kinder auch zur Schule gehen. Aber du hast dich entschieden, die Kinder von der Schule zu nehmen. Und deshalb sind wir jetzt heute auch hier, weil ich gerne erfahren würde, warum. Also die Schulen waren ja lange, lange geschlossen, über den ganzen Sommer hinweg sowieso. Aber jetzt im September ging es los. Wie wurdet ihr vorbereitet auf den Schulbeginn und auf was musstet ihr euch da einstellen? Was war neu? Ja, also es gab ja nach dem Lockdown und der Schulschließung im März, April und Mai dann eine lange Pause, so wie du sagst, und keiner wusste, wie es wirklich los und weitergeht, obwohl schon beim Schulkurs vom letzten Jahr im Juni uns die Lehrer darauf aufmerksam gemacht haben, dass es wahrscheinlich schwierig wird und nicht so, wie wir es kennen. Und ja, die ganze Zeit hat man natürlich im Sommer versucht, das zu vergessen, nach vorne und nach weg zu drücken. Man hat natürlich sehr viele Gerüchte gehört, wie es wohl kommen wird. Ich habe das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben und nicht wahrnehmen wollen, gesagt, das ändert sich noch. Und ja, dann kam halt der September und es hieß Schulbeginn eben mit dieser neuen Regelung, dass es eben die Kinder eben auf soziale Distanz gehen, dass die Gruppen, die Klassen verkleinert werden, dass die Maske ständig getragen werden muss, innen und draußen, also ab 6 Jahre. Das kam sehr kurzfristig. Also ich habe ja auch immer noch gehofft, weil die waren ja im Sommer genau in der Sommerschule und die Sommerschulen werden vom Rathaus, von der Gemeinde organisiert. Und da waren die im Juli, August komplett in der Sommerschule und hatten dann nur die Maske aufzutragen, wenn sie beim Reingehen und Rausgehen, also am Tor von der Schule, waren aber in der Klasse und auch immer ohne Maske. Und ich habe gedacht, ich habe gehofft, dass das die Lösung sein wird. Damit habe ich dann irgendwie auch rechnen und das akzeptieren können. Und dann war es aber nicht so. Und dann haben sie gesagt, nein, die richtige Schule ist halt nicht mit der Gemeinde, sondern das wird von dem Schulamt oder wie das heißt, ne, der Konzilierer. Ja, genau, wird da das bestimmt. Und die haben eben bestimmt, dass es eben die ganze Zeit getragen wird, obwohl es ja eigentlich auch in diesem neuen Gesetz oder was auch immer das im Juni ist, dass es ja gesagt wird, dass zum Beispiel draußen nicht getragen werden musste. Und ich habe mir halt sehr viel Hoffnung gemacht, die aber im Endeffekt gestorben ist. Und ich war eigentlich von vornherein so ein bisschen anti, ich will die Kinder nicht zur Schule bringen, ich bringe die nicht zur Schule unter diesen Voraussetzungen. Und du siehst Risiken im Maskentragen, verstehe ich das richtig? Also was sind deine Befürchtungen? Ja, sehr, sehr viele Risiken. Also ich finde es auf eine Art gesundheitliche, also körperlich gesundheitliche Schäden auf die Dauer für meine Kinder. Und auch psychisch gesehen sehe ich da eine sehr große Problematik. Und mein Sohn, der ist jetzt 6 Jahre und kommt in die erste Klasse oder ist in die erste Klasse gekommen, lernt schreiben, lesen, rechnen. Das ist ja ganz viel auch mit Lippen ablesen. Und gerade mein Sohn ist, ich bin Deutsch, mein Mann ist Rumäner, wir sprechen Englisch zu Hause, wir sprechen Spanisch. So für den ist das ja ganz wichtig, auch dieses Lippenlesen. Wie wird das ausgesprochen? Ne? Oder welche Zahl ist da jetzt das Ergebnis von dem? Also ganz viele Sachen. Und das geht ja gar nicht, wenn die Lehrer die Maske... Also das ist auch der Bildungshintergrund noch dazu, zu den ganzen gesundheitlichen, dass ja gar nicht die Bildung wirklich gegeben ist für meine Kinder oder für meinen Sohn, zumindest in der ersten Klasse. Und die gesundheitlichen Schäden auf jeden Fall. Also es ist ja auch öfter schon gesagt worden,
dass das nicht nachweislich wirklich vor diesem Virus hilft, diese Maske. Und im Gegenteil ja gesundheitliche Schäden auch bringt auf die Dauer. Und die Kinder sind fünf Stunden in der Schule, draußen wie drinnen. Nur wir beim Trinken und Essen dürfen sie keine Maske tragen. Also der Schulhof, da sind auch ein paar Kinder auf dem Schulhof und spielen. Und wenn man darüber schaut, sind die, glaube ich, alle mit Maske. Die tragen alle Maske beim Rennen und springen da munter durch die Gegend. Also Kinder sind ja so, die gewöhnen sich schnell an etwas, weil sie durch Imitation lernen. Das ja. heißt, für die ist es nach ziemlich schnell dann irgendwann zur Gewohnheit geworden. Mhm. Und es ist trotzdem ein sehr befremdlicher Anblick, vor allem diese ganz kleinen Kinder zu sehen. Ja. Also das ist wirklich sehr bedenklich. Du hast dann deine Konsequenz draus gezogen. Du hast also gesagt, ja. mir sind diese Maßnahmen zu übertrieben. Ich möchte meine Kinder genau. dem nicht aussetzen. Du hast also, wie bist du vorgegangen? Du hast entschieden, die Kinder von der Schule zu nehmen. Hast ja. du dich da mit anderen Eltern ausgetauscht? Wie denken denn die anderen Eltern? Also es ging dann eigentlich so los. Es ging dann eigentlich so los, dass ich, wie gesagt, zum Anfang meine Zweifel schon hatte. Dann ging ja die erste Schulwoche los und dann ging auch die ersten Elternversammlungen fanden dann statt. Und dann bin ich bei meinem Sohn erst gar nicht hingegangen und bei meiner Tochter haben dann meine Freundin, also die Mamas von den Freundin meiner Tochter, mich gewählt, komm doch mal mit, hör dir das an. Und dann war ich eigentlich ganz positiv, als ich das gehört habe, habe gesagt, okay, wir probieren es. Und habe gesagt, wir machen jetzt eine Woche Testlauf und schau, wie ich damit klarkomme. Auch für mich ist das absolut der Stress und auch für meine Kinder. Ich werde jetzt einfach mal sehen, wie das für uns wirkt. Mhm. Und dann war die erste Woche vorbei und ich habe gesehen, ich habe die Kinder morgens hier zur Schule gebracht und jetzt ist es relativ ruhig, aber wenn man hier morgens kommt und die Kinder hinbringt oder ab 14 Uhr abholt, dann sind hier die ganzen Kinder und die ganzen Eltern mit dieser Maske und das hat mich schon so psychisch irgendwie fertig gemacht, meine Kinder da morgens so hinzubringen und es war für mich kein sicherer und happy Ort, das war kein freundlicher Ort. Man fühlt sich wie im Krieg eigentlich. Ja, als wenn ich sie in den Knast bringe morgens, habe ich immer das Gefühl gehabt, so jetzt hier wird jeder da, darf da nur so stehen und jeder hat diese Maske auf und das war für mich irgendwie keine Freiheit für meine Kinder und kein freies Entwickeln. Ne? Mhm. Dann, also man sagt ja bei Tieren immer artgerechte Haltung und das ist sicherlich nicht. Das war nicht so. Das ja. ist nicht sehr artgerecht. Genau. Und dann hatte ich das Gespräch gesucht mit der Direktorin nach der ersten Woche am Freitag dann und habe geschaut, wie ist so die Tendenz und wie ist auch so ihre Einstellung. Und ich habe gesehen, dass sie immer sich nur darauf berufen hat, so was kommt von oben, was kommt von oben. Mhm. Und das hat mir so ein bisschen noch mehr Angst eigentlich auch gemacht. Dass ich einfach gesehen habe, okay, heute ist es so und morgen wird irgendwas anderes von der Behörde entschieden. Ne? Also ich will da gar nicht in Details gehen, was noch kommt. Und dann habe ich gar kein Recht als Elternteil da zu entscheiden, sondern einfach die Behörde macht einfach, was sie wollen mit unseren Kindern. Wie ist es, wenn jetzt im Moment, wie ist die Situation, wenn jetzt ein Kind in der Bubble, in der Burbuja, das heißt ja nicht mehr Klasse, sondern das heißt jetzt Cluster oder Blase, ne? Ja, also übersetzt ja. Burbuja, ja. wenn jetzt eins positiv getestet wird, was passiert dann, werden dann die... Ich weiß es gar nicht ganz genau. Es war ja schon hier an unserer Schule der Fall, dass da Kinder positiv getestet wurden. Oder, ja. Und dann ist die ganze und dann, Cluster in Quarantäne gekommen. Wird das, glaube ich, irgendwie entschieden, wie lange dieses Kind mit welchen Kindern eng zusammen war. Also, so wie ich das verstanden habe, wird das unterschieden, wenn das zum Beispiel jetzt enger Freundeskreis ist, dann werden eben diese engen Freunde getestet irgendwie so. Mhm. Und da gab es aber auch schon Beschwerden von einigen Eltern, die das dann nicht entsprechend genug fanden und die dann eben die ganzen Kinder und die ganzen Eltern und die ganzen Familien getestet haben wollten. Und das ist auch ein Grund für mich. Eine spanische Schule, ja. Wie hoch ist denn der Ausländeranteil in den Klassen von deinen Kindern? Kannst du das ungefähr sagen? Vielleicht ein Drittel oder so, würde ich vielleicht sagen. Und sind da noch andere deutsche Kinder auch dabei? Oder? Bei meiner Tochter ist ein deutschsprachiges Kind dabei, oder zwei, glaube ich sogar. Und ja, bei meinem Sohn sind auch schon ein paar Engländische. Und gibt es da einen Unterschied in der Wahrnehmung der gesamten Corona-Situation zwischen spanischen Eltern, Nationalitäten, meinst du? Die ja spanisches Fernsehen gucken und vielleicht andere Nationalitäten, die andere Medien oder andere Informationsquellen sich zu... Ich glaube schon, dass die anderen offener sind. Die Leute, die nicht rein spanisch sind, sind auch spanischsprachig, zum Beispiel Südamerika. Die Leute sind auch, also ich habe da auch persönlich viele Bekannte, die offener sind und das Ganze ein bisschen hinterfragen mehr. Kritischer sehen und hinterfragen. Genau. Also nicht nur die Direktorin, die einfach sagt, ja, ich habe damit nichts zu tun, das ist was von oben kommt, hat aber die Verantwortung für hunderte von Kindern und deren Wohlbefinden. Ja. Ja. Dass sie dann so eine flapsige Antwort gibt, ist nicht wirklich befriedigend als Mutter. Du möchtest ja beruhigt sein, wenn du bei der Arbeit bist. Du möchtest wissen, dass dein Kind, dass es dem gut geht. Man hat jetzt ein paar Fälle gehört in Deutschland oder auch anderswo in China, dass Kinder
wirklich schwere Schäden erlitten haben, zum Teil auch verstorben sein sollen, kollabiert sind. Ja, das sind eben Sachen, die auch meine Tochter hat dann auch gesagt nach der ersten Woche, dass sie halt Kopfschmerzen hat. Hast du davon schon was gehört? Was sagen die Kinder? Wie die das? Ja, also meine Tochter hat halt wie gesagt, dass sie dann immer Kopfschmerzen hatte in der ersten Woche, ne? Und auch schwindelig war. Nach dieser einen Woche hast du dann runtergemacht. Also sie hat gesagt, sie genau, die erste Woche, genau. Sie hat Kopfschmerzen und das war für dich dann sagen, okay. Ja, also das war für mich schon auch. Ja, und wie gesagt, auch meine persönliche Einschätzung, wie ich das morgens immer gesehen habe oder nachmittags, das war für mich so viel Stress. Diese Energy oder diese ganze. Ja, weil die Kinder ja total distanziert werden, die können ja gar nicht mehr frei spielen. Jetzt wird ja auch die ganze Zeit gesagt, so pass auf, nicht anfassen, nicht umarmen und man sieht gar nicht die Mimik, lacht er jetzt oder steckt er mir jetzt die Zunge aus, ne, als ich Kind von dem oder Vater, sowas. Ne? Der mir auch eine Frage beantwortet hat und er meinte, er hat auch einen kleinen Sohn und die Kinder lernen ja durch Anfassen. Ja, sie ja, erfahren klar. ja die Welt durch Berührung. Ja. Ne? Also was ist das? Wie fühlt sich das an? Was ist das? Ja. Ist es heiß? Ist das, geht das kaputt? Ja. Kann ich das werfen? Also die ganze Haptik wird ja auch trainiert. Ja. Und damit auch das Gehirn. Ja. Durch die Berührungen und durch das Anfassen. Und wenn jetzt eigentlich da gar nichts mehr geschehen darf. Ja, es wurden ja auch die ganzen Jahre erzogen, die Kinder gemeinsam zu teilen. Ne? Material zu teilen, Bücher zu teilen, Bleistifte zu teilen. Nett miteinander zu sein, sich zum Arm anzulächeln. Ne, einfach so dieses emotionale Intelligenz und das wird jetzt alles komplett gelöscht, ne, so Reset und das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Jetzt bist du einfach nur noch dahingesetzt, keiner darf dein Lachen mehr sehen. Das ist schon schwierig. Also genau. Ist irgendwie so eine Zwangsjacke. Ich habe manchmal das Gefühl, um Emotionen zu drosseln oder auch. Ich weiß es nicht. Aber oh, für mich stehen wir hier im Weg. Wir sind gerade mitten in der. Wir müssen mal ein paar Meter zur Seite. Komm, wir gehen einfach hier ein bisschen rüber. Ah, Jen. Okay. Ja, nee, für mich ist es, es ist schon schwierig, was ich ja halt zum Anfang gesagt habe. Einmal die gesundheitlichen Einflüsse, die oder Bedenken, die ich da habe und eben auch die emotionale Entwicklung. Und deswegen, das waren so Gründe, warum ich sie im Endeffekt rausgenommen habe. Hast du Eltern, die dich darin unterstützen, die vielleicht auch das also bei uns als an der Beispiel Schule? Nehmen oder bist du die Einzige, die ich glaube, bei uns so an der Schule habe ich sie, glaube ich, die Einzige. Also gerade auch in den Klassen zumindest von meinen Kindern weiß ich, dass ich die Einzige bin. Ich weiß nicht, ob an der Schule an sich noch andere sind. Ich kriege ganz viel Schulterklopfen, dass ich das gut mache, dass die das einige, die sind halt, ich habe ja meine Eltern auch auf der Insel und Freunde, die mir auch helfen mit den Kindern dann irgendwo mal abzusetzen oder wissen, so. Ja, ne? Wie managst du das jetzt? Also die Kinder sind ja sonst, jetzt war immer Online-Unterricht, ja. Aber bei dem Erstklässler, wie ja, also das hast ist ganz du Mittel, dir dann Privatlehrer jetzt zu holen? Oder wie? Im Moment ist es schwierig, auch finanziell, ne? Das wissen wir alle, Saison war schwierig. Gerne hätte ich einen Privatlehrer, kann ich mir aber leider zurzeit nicht leisten, auch keine Nanny. Also von daher versuche ich meinen Arbeitsalltag, ich bin ja voll berufstätig und habe ja, wie du von auch, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hattest, meine Charity und das bin ich also eigentlich doppelt oder dreifach belastet und dann jetzt noch die Kinder darauf, es kommt auch nochmal so als Rucksack obendrauf. Aber ich habe ein ganz gutes soziales Netzwerk, die mir halt helfen. Das heißt, du hast die Eltern hier auf meine der Insel? Meine Eltern, Freunde von den Kindern, wo ich sie dann auch immer mal irgendwie, ich sag mal, absetzen kann. Okay. Wir bereiten uns selber vor. Ich habe mir selber mich ganz viel informiert, was die Kinder lernen in der ersten Klasse, in der vierten Klasse ist ja meine Tochter. Wie hat die Direktorin reagiert? Hat die dir mit irgendwelchen Konsequenzen gedroht oder was hat die gesagt? Ich habe denen am Montag dann genau, das hat mir vorhin vergessen zu sagen, am Montag den... No. ¿Cómo? Perdona, hablamos español. Ah, perdona, pues no se puede grabar en el colegio. Vale, hacemos una entrevista aquí. Vale, pues, para pues. Ibiza Curioso, somos de prensa alemana vale, de pero Ibiza. Al colegio no se puede grabar porque hay niños y no pueden salir ninguna. Pero no están grabando pero los niños. Pero de fondo niños. Sí, por ejemplo. Pero no se vale, ve. Vale, pues sí que se sí, ve las caras. So, sie werden das gerne porque les están llevando mascarillas aquí. Wir haben hier einen Mitarbeiter von der Schule, der uns jetzt leider sagt, dass wir uns hier nicht, der nicht auf die Kamera will und er sagt, die Kinder dürfen auch nicht auf die Kamera. Wir werden uns das nachher anschauen, ob man irgendwelche Kinder erkennt. Er sagt, man erkennt die Gesichter, aber alle Kinder tragen Maske. Vale, pues, sí, sí, gracias. No, no, sí, sí, ahora vamos, nos vemos. Wir drehen uns, nee, wir drehen uns jetzt einfach ein bisschen mehr darüber. Sí, okay, está bien. No, no, no. Perfecto. Muchas gracias. Del Ibiza Courier, del Diario Alemán de Ibiza. Vale, vale. Hasta luego. Weiß ich gar nicht, was gesagt habe. Auch so mit der Direktorin meintest du das genau. Ja, wie hat die reagiert? Die also hat uns genau. Wahrscheinlich ihn jetzt geschickt gerade. Ja. Also am also Montag dann, genau, also wir hatten ja das Gespräch damals dann nach der ersten Woche am Freitag. Am Montag habe ich dann über Nacht vom Sonntag auf Montag dann
überlegt, nee, basta, das mache ich jetzt nicht mehr und habe den dann morgens vor Schulbeginn eine E-Mail lang geschrieben, relativ neutral, aber eben meine Bedenken geäußert, dass ich unter diesen Bedingungen im Moment die Schule nicht als sicheren Ort empfinde, also aus ganz vielen Aspekten, und dass meine Kinder unter diesen Voraussetzungen meiner Meinung nach nicht ordentlich sich entwickeln und lernen. Und ich eben in der Hoffnung bin, dass sich das ändert und dann gerne wieder bereit bin, die Kinder zur Schule zu bringen. Aber zurzeit ich das besser als Eltern oder wir als Eltern gemeinsam entschieden haben, die Kinder temporär aus der Schule zu nehmen und privat irgendwie zu unterrichten. Einfach aus sicheren... Per E-Mail hast du das geschickt? Ich habe das per E-Mail nicht gemacht. Über das Ministerium oder das Amt? Über die Nein, Behörden, ich habe das per E-Mail an die Direktorin das geschrieben. Das ist alles, was du gemacht hast? Ja, das habe ich nur so gemacht. Okay. Dann habe ich später nochmal an die Lehrer einzeln nochmal als Kopie geschickt. Und dann habe ich nach 4 Tagen von der Direktorin eine Antwort bekommen. Auch ganz nett und alles. Und dass sie das mit dem Schulamt besprochen hätte, dass das natürlich so nicht geht, weil es natürlich keine Möglichkeit gibt, eben zu Hause zu unterrichten. Dass nach einer Zeit dann eben nach so und so 4 Fehltagen das eben weitergeleitet wird. Sie hat mir jetzt nicht gesagt, was dann weiter die Konsequenzen sind. Und sie meinte dann im Abschluss ihrer E-Mail noch, wenn ich dann auf Homeschooling gehen möchte, könnte ich mich ja mit dem Schulamt in Verbindung setzen und die das dann in die Wege leiten, was auch immer das meint, weil das Homeschooling gibt es ja offiziell auch nicht in Spanien. Und meine Meinung, ich bin ja kein Homeschooler, ich möchte ja nicht meine Kinder immer Homeschooling unterrichten. Nee, ich möchte sie zur Schule bringen. Genau. Interagieren und deswegen gehe ich gar nicht diesen Weg, sondern warte jetzt erst einfach mal ab und hoffe, dass sich es ändert, weil du weißt ja auch, in Madrid wurde das ja auch beschlossen, dass seit 21. September keine Maskenpflicht in der Schule mehr genau, besteht. Genau, also wir haben die Maskenpflicht in der Hauptstadt. Nur noch auf den Balearen. Ich glaube, wie viele ich weiß Maßnahmen nicht, welche auch. Andere. Wobei Madrid war ja auch jetzt die Masken, was ist gekippt worden gestern. Ah ja, dieses neue Quarantäne. Genau, der oberste Gerichtshof hat also für Madrid die Quarantäne gekippt. Also da passieren etliche Dinge im juristischen Bereich. Ich denke, da wird sicherlich in den nächsten Tagen, Wochen einiges Brisantes ans Licht kommen, denn wenn ich das sehe, Kinder mit Maske auf dem Schulhof beim Rennen, für mich sieht das kriminell aus. Und du hast aber auch Angst, dass vielleicht die Kinder getestet werden könnten ohne dein Zutun genau. oder deine Einverständnis oder dass sie vielleicht geimpft werden könnten ja. sogar. Ja. Wie kommst du auf solche Befürchtungen? Hast du das irgendwo mitbekommen, auch vielleicht wo, im Ausland, dass das... Da hörte man ja auch schon von England, dass die Kinder auf einmal gehört, ne? von ja, der das Schule war so ein bisschen auch so mit der Hintergrund. Das kam auch mit meiner Entscheidung dazu, dass dann ich eben in verschiedenen WhatsApp-Gruppen, wo wir jetzt die Eltern, die ihre Kinder zurzeit nicht auf Ibiza zur Schule bringen, sind in einer WhatsApp-Gruppe oder Telegram-Gruppe, wo wir uns eben gegenseitig austauschen mit unserer Erfahrung. Wie also internationalen Austausch pflegt ihr dort, ne? Weil du na hast ja. als Ibiza Eltern aus allen ja, genau. möglichen Ländern ja. der Welt, die jetzt da mit genau, sich und austauschen. Da tauschen wir uns ein bisschen aus, was jeder so hört, ne? aus Italien, aus England, aus Holland und jeder, wie das auch gerade Situation im Alltag macht. Oder sich organisiert und genau, das kam dann auch mit dazu und wir mussten ja auch vor jetzt im Schulbeginn diverse Vollmachten an der Schule unterschreiben, dass wir eben mit den Maßnahmen der Covid-19-Regelung einverstanden sind. Hast du das auch unterschrieben? Ich habe nichts unterschrieben, weil eine Mama zum Beispiel auch von der Schule... Die hat ja schon Nötigung. Genau, also die haben ja auch gesagt, also... Jetzt sind die Maßnahmen so, aber ich kann ja nicht einen Vertrag unterschreiben, wo ich gar nicht weiß, wie die zukünftigen Regelungen sind. Das ist ja wie ein Freifahrtschein. Genau. Also hast du den geschrieben noch? Hast du den noch ich kann dir den, rumlegen? ich habe den, glaube ich. Also es ist wie ein Haftungsausschluss sozusagen? Genau. Oder beziehungsweise... Dass du mit allem einverstanden bist. Wenn die morgen kommen und sagen, jetzt jedes Kind muss in einem Käfig sitzen, weil das so ist, weil die sich zu viel bewegen und zu viel anfassen, dann hast du davor schon unterschrieben, dass du damit einverstanden bist, egal was gerade entschieden wird. Und das Gleiche mit den Tests. Das ist echt schlucken gerade, ja. Also das ist schon unfassbar, sowas zu hören. Ja. Das kann man eigentlich gar nicht glauben, dass man seinem Kind sozusagen einfach einer Institution überlässt. Und die können dann machen, was sie wollen. Wo wir ja mittlerweile auch wissen, dass das alles gar nicht basiert auf wirklichen Expertisen oder auf wissenschaftlich objektiv ausgewerteten Zahlen und Daten, die alle... hanebüchene Art und Weise dargestellt werden, aber auch wirklich nicht auf Analysen basieren, die diese ganzen Maßnahmen rechtfertigen würden. Nina, ich bedanke mich ganz arg für deinen Mut und für deine Zeit. Und Nina ist wirklich eine Powerfrau auf Ibiza. Also jetzt hat sie die Kinder noch, aber sie ist auch seit einigen Jahren schon 3 Jahre, glaube ich, 4 Jahre mit Food for Sechs Ibiza. Jahre.
6 Jahre. 6 Jahre schon. Ja, die Zeit vergeht. Sie ist Initiatorin einer Charity-Initiative hier auf Ibiza, Food for Ibiza, betreut. Wie viele Familien bekommen von euch? Also jetzt für morgen Hilfe. Unser neues Essen auf Ibiza, wieder 30 Kisten. Also das sind schon eine Menge Leute, 30 Kisten. Also ihr sammelt Leute. Essen ein, aus, genau. Also Lebensmittel von Spenden. Gastronomie und Supermärkten und so weiter. Auch, und verteilt die. Morgen eine Tour mit 30 Kisten. Morgen haben wir 30 Kisten. Die an mittellose Familien, meistens auch mit vielen Kindern. Mit vielen Kindern, das ist unser Hauptziel, die Familien und die Kinder. Okay. Und jetzt mit Corona ist natürlich, kommt jede Woche 2, 3 neue Familien dazu, wow. Die Hilfe brauchen. Wow, ich kriege echt. Ja, ich auch. Das ist nicht schön. Nochmal vielen Dank für deine Zeit, für dein Engagement. Danke. Und wenn Sie Food for Ibiza unterstützen möchten, dann schreiben Sie es unten in die Kommentare. Wir stellen gerne einen Kontakt her. Ihr könnt sicherlich auch Spenden gebrauchen alles. Auf dem Konto, nicht nur zum Direktessen. Und ich bedanke mich. Schauen Sie bei uns auf Ibiza Kurier auf der Webseite vorbei, wenn Sie Lust haben, oder auf unserem Facebook oder das nächste Mal wieder auf YouTube hier an dieser Stelle von Ibiza. Hasta luego!